Ihr Kryptorianer, hier ist wieder euer Oliver von der Wesley Cryptovision. So, jetzt mal ein Video wieder mit Handy, also ohne irgendwie so aufploppende, keine Finanzberatung etc. Das mache ich jetzt schnell, denn ich muss sagen, dieses Video, ich wollte es gar nicht tun. Ich wollte gar keins aufnehmen. Ich brauche mal ein bisschen Pause. Aber heute habe ich so viele Neuigkeiten erfahren und heute hat sich mir ein vollkommen neues Bild ergeben, was Politik und Geld angeht. So, jetzt lade ich euch erstmal ein, lasst ein Abo da. Ich habe gestern, ist das Video gestern, Klammer auf Leute, das war Kindergarten. Jetzt rede ich über Geld. Gestern, das war wirklich Kindergarten. Heute geht's mal ins Eingemachte. Ich lade euch ein, lasst ein Abo da, setzt die Glocke und teilt meine Videos, wenn ihr der Meinung seid, dass viel mehr Leute das erfahren müssen, was da vor uns liegt, die Blockchain-Technologie, welche unglaublichen Chancen sich uns ergeben, dort hinein, ein bisschen hinein zu investieren. Ich rede ja nicht von 1000 Dollar, ich rede ja von was weiß ich, 10 Euro im Monat, 20 Euro im Monat, solche Summen und dann mittellangfristig einfach Gewinne mitzunehmen. So, ihr hört, der Wind, der knallt rum, deswegen habe ich mich hier eingeparkt in irgendeinen Schrebergarten, der mir nicht gehört, also nicht wundern. Ich habe nämlich keine Lust, nochmal meinem Hut hinterherlaufen zu müssen. So, News heute. Also gestern, wie gesagt, war Kindergarten. Was habe ich denn heute so gelesen? Also zum einen ganz interessante Geschichte von Katie Wood, die ja absolute Bitcoin-Fanatikerin ist und Abermillionen Dollar auch investiert hat. Sie ist Leiterin eines Investmentfonds und Katie Wood hat leider Gottes ihre Coinbase-Aktien verkauft zu einem Preis von 53 Dollar, nur um dann zusehen zu müssen, dass diese Aktie dann auf 113 US-Dollar gestiegen ist. Also da mal schnell so richtig Kohle verschenkt. Ja? Deswegen immer wieder der Hinweis, hodeln Leute, hodeln. So, warum ist denn die Coinbase-Aktie hinaufgeschossen? Wir dürfen nicht vergessen, Gary Gensler bzw. die SEC will jetzt alle Kryptobörsen untersuchen wegen des illegalen Handels mit Securities. So, bitte merkt euch das mal. Auch dieser Kampf von Gary Gensler und der SEC gegen Ripple. Nicht zu vergessen, Ripple ist geschaffen worden, um Banken Geschäft wegzunehmen. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Denn Coinbase-Aktie ist gestiegen, weil BlackRock, der weltgrößte Investmentmanager im Wert von 10 Billionen Dollar, sacken lassen, 10 Billionen Dollar, ich komme da nochmal darauf zurück, eine Partnerschaft mit Coinbase geschlossen hat. Und da ist davon auszugehen, dass Larry Flynt, also dieser Chef dort, ich glaube, der heißt so, hieß nicht so der Chef vom Hustler Magazine? Egal. So, auf jeden Fall wird BlackRock dort wohl überwiegend in Bitcoin investieren. Und jetzt kleine Aufklärung, warum sich jetzt mir ein Kreis schließt. Für mich schließt sich gerade heute ein unglaublicher Kreis und wir müssen alle vorbereitet sein, was da passieren kann. Folgender Punkt. BlackRock ist eine Investmentgesellschaft. BlackRock ist keine Bank. Okay? Ripple ist angetreten, um den Banken ein bisschen Geld und ein bisschen Geschäft wegzunehmen, um alles ein bisschen günstiger und schneller zu transferieren. Und das ist den Banken natürlich ein Dorn im Auge. Das ist auch meine Vermutung, warum die SEC dort am letzten Amtstag von Jay Clayton diese Klage eingereicht hat. BlackRock sitzt auf 10 Billionen US-Dollar. BlackRock hat einen Einfluss in Amerika. Das können wir uns, denke ich, gar nicht vorstellen. Denn BlackRock finanziert auch Wahlkämpfer. Und völlig gleich, ob das Republikaner oder Demokraten sind, alle profitieren von dieser Macht dieses Unternehmens. Und sie ist keine Bank. Was passiert jetzt? Der Chef von BlackRock hat so viel Einfluss und wir haben momentan eben diese Kongressanhörungen und es sind bereits zwei Gesetzesvorlagen eingereicht worden, in denen beiden enthalten ist, dass die CFTC die Kontrolle über Kryptos bekommen soll und nicht die SEC. Und die SEC ist nun mal so ein bisschen ein Bankenkind. Ja? Und deswegen auch dieser Kampf der SEC gegen Ripple. Einfach nur, und jetzt auch die ganzen Kryptobörsen, um dann einfach Macht zu bekommen.
Und jetzt sieht es so aus, dass die CFTC die Macht oder die Übersicht und die regulatorische Durchsetzungen über Cryptocurrencies bekommen. Die SEC ist dann raus. Jetzt müssen wir die Brücke schlagen zu BlackRock. BlackRock, die keine Bank ist. BlackRock hat ein zu verwaltendes Vermögen von 10 Billionen US-Dollar. Und wenn nur 5% dieser 10 Billionen Dollar in den Bitcoin fließen, von denen es halt meiner Meinung nach knapp, auch wenn 19 oder so Millionen da sein sollen, Satoshi Nakamoto hat 1 Million gebunden auf irgendeiner Wallet, die sind wahrscheinlich längst gelöscht. Es gibt genug Bitcoins, die verloren gegangen sind. Dann können wir trotzdem, nennt einen Taschenrechner, ich habe es vorhin mal ausgerechnet, aber ich bringe euch die Zahlen jetzt nicht. Also wenn da 5%, 500 Milliarden US-Dollar in den Bitcoin gehen, dann sind wir 27.000 Dollar über den jetzigen Preis. Das bedeutet, der Bitcoin steht wieder bei 50.000 US-Dollar wert. Dann kommen wir auch wieder zu dieser Market Cap-Geschichte zu sprechen. Vergesst das bitte. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. BlackRock hat so viel Einfluss und der Bitcoin Spot ETF ist immer noch nicht genehmigt. Wenn jetzt die CFTC die Übersicht über Kryptos bekommt, dann wird es sehr schnell einen Bitcoin Spot ETF geben. Und nach geschätzten Meinungen oder Umfragen in den Vereinigten Staaten ist es nun mal so, dass knapp 10% der erwachsenen Amerikaner in einen Bitcoin Spot ETF investieren würden. Und rechnen wir nur mal $100. Es sind 33 Millionen Menschen mit jeweils $100 jeden Monat. Okay, könnt ihr euch mal ausrechnen. Bitcoin ist keine Währung mehr. Bitcoin ist ein Anlageasset. Absolut. Da wird Geld geparkt, da wird Geld gebunkert und der Preis wird durch die Decke gehen. Es ist ganz klar, dass Bitcoin alle Altcoins mitziehen wird. In unfassbaren Ausmaßes. Und das unabhängig von der jetzigen wirtschaftlichen Lage, unabhängig, ob jetzt irgendwo Krieg ist, ob wir jetzt frieren im Winter oder sonst irgendwas, es ist völlig egal. Nur nehmt nur mal diese Summen, die da im Spiel sind. Ich sage immer Smart Money und das Geld von BlackRock heißt Black Powder, also schwarzes Pulver. Da könnt ihr mal zum Rechnen anfangen. Es wird natürlich noch einige Monate ins Land gehen. Diese Gesetzesvorlagen werden wohl nicht vor erstes Quartal 2023 verabschiedet werden. Aber die Republikaner werden wohl die Midterms gewinnen, was wiederum bedeutet, dass die da ein gewaltiges Wort mitzusprechen haben. So, und das sind so die Aussichten, die sich mir heute ergeben haben. Dieses Bild ist so rund. Was denkt ihr denn, warum ich, jetzt gehe ich mal auf diesen Short von gestern zu sprechen, dieses Short-Video, Warren Buffett. Warum lässt Warren Buffett zu, dass eine Bank seiner Holdinggesellschaften, den Kunden Kryptoassets anbietet? Weil er es auch verstanden hat. Hier ist Geld, hier ist eine Menge Geld. Und wir werden alle profitieren davon. Davon bin ich extrem überzeugt. So, Leute. Und von mir bitte der Wunsch, lasst ein Abo da, setzt die Glocke. Und wenn ihr Menschen kennt, die noch wirklich Berührungsängste haben mit Krypto oder das nicht verstehen, ich versuche wirklich diesen Kanal. Ich will 100.000 Abonnenten, Leute. Ich will 100.000 Abonnenten, weil dann haben wir 300.000 Klicks. Und mit 300.000, wenn nur 1% ein bisschen Geld investiert, dann haben die ein bisschen was gut gemacht, weil die Zukunft liegt vor unseren Füßen. Die liegt da. Blockchain-Technologie ist nicht mehr aufzuhalten, genauso wenig wie XRP. Und Bitcoin wird Gold ersetzen. Meine Meinung, ganz klar. So, und darum empfehlt den Kanal weiter, teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und seht einmal das große Ganze. Bitte, nicht nur XRP geht auf $28 wie gestern, sondern Leute, das ist unfassbar, was da viel Geld reinströmen wird. Und das war's jetzt mal von mir. Ja, morgen kommt ein tolles Video mit Pia und mir. Sonntag gibt es, glaube ich, keins. Außer ich kriege schon wieder solche News. Dann mache ich euch natürlich ein Video. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ich wünsche euch da draußen bitte von Herzen,
Werde Zeit, bleib gesund. Es ist das höchste Gut, das wir haben, denn wir möchten doch alle profitieren beim nächsten Bullrun. Bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Freunde.